Mehrere hundert israelische Demonstranten haben am Abend in Tel Aviv Hauptverkehrsader an der Küstenmetropole blockiert und forderten die Freilassung der Hamas-Geiseln im Gazastreifen. Sie zündeten Feuer auf der Fahrbahn einer Autobahn an und versperrten mit Schildern und Bannern Autofahrern den Weg. Die Polizei nahm mindestens 7 Blockierer fest. Teilnehmer einer weiteren Kundgebung in Tel Aviv verlangten den Rücktritt der Regierung und vorgezogene Neuwahlen. Demonstrationen gab es auch in Jerusalem und in Haifa.